als er eine schwere Auslosung hatte. Wenn es drauf ankam, war er da. Der 20-Jährige aus Münster, der immer noch bei seinen Eltern wohnt. Die ganze Mannschaft von Gönnern trainiert in Südhessen. In Höchst wohnt er natürlich, im Odenwald. Und jetzt 5 Satzbälle für Timo Boll. Das war ein bisschen mit dem Holzhammer. Und da zeigt sich die Fairness von Jan-Ove Waldner und die Fairness von Tischtennisspielern. Die Schiedsrichter hatten es nicht gemerkt, dass der Ball den Schläger zweimal berührt hatte. Den hatte er ohnehin ja nie. Vielleicht mürbe machen und gar nicht so viel riskieren. Weil auch Waldner nicht mehr immer optimal steht und dann selbst sich den Ball erstmal vorbereiten muss und dabei doch relativ viele Fehler macht. Ganz teuflisches Ding da. Mit ganz viel Seitspin. Aus der diese Chance nicht entgehen. Guter Return von Timo Boll. Aber zweimal einen guten Return gegen den weltbesten Aufschläger, das ist natürlich extrem schwierig. Einladung zum finalen Schlag dafür Jan-Ove Waldner. Schön dieser Rückhand-Topspin platziert in den toten Winkel. Auf der Schlagarmseite den Körper anspielen. Das ist oft ein probates Mittel. Und auch Timo Boll hat dort Probleme. Aber schauen Sie sich diesen Aufschlag an. Das ist nicht Fäuste. Und wenn man dann diese Chancen vergibt, dann denkt man lange darüber nach und dann ist gleich der nächste Fehler auch passiert. Das Glück auf der Seite von Timo Boll, aber auch er mit einem hervorragenden Reaktionsvermögen ausgestattet. Zwei relativ leichte Fehler. 6:9 aus der Sicht von Timo Boll. So ein bisschen das Eisenhändchen jetzt bei Timo Boll. Und da ist er weg, der 5. Satz. Boll kann sie auch nicht richtig tot machen. Immer noch mehr eine Vorhand-Topspin-Bewegung als ein richtiger Kernschuss. Oh.
Auch hier sehr schön die Breite des Tisches ausgenutzt. Wunderbar in dieser Perspektive zu erkennen. Und da sieht man schön, wie es heutzutage nicht mehr ausreicht, den Ball einfach nur mit Rotation und Herze zu spielen, sondern vor allen Dingen, er muss auch noch platziert sein. Wäre Jan-Uwe Waldner nie und nimmer herangekommen. Sehr schöner Auftakt jetzt. Gute Eröffnung von Timo Boll mit sehr viel Rotation da nach seinem Aufschlag. Er variiert hervorragend. Das Tischtennis auf der einen Seite auszeichnen und auf der anderen Seite es so schwer verständlich machen für normale Zuschauer. Heiß wie eine Herdplatte ist er da, der Timo Boll gerade. Er kommt jedes Mal zurück. Guter Flip über dem Tisch zunächst, aber dann leider die Chance nicht genutzt. Wenn es richtig schnell geht. Je härter es wird, umso mehr steigen die Chancen von Timo Boll. Keiner Ball. Vorher diese Rückhand, vielleicht sehen wir die nochmal in der Zeitlupe. Von Jan-Uwe Waldner. Jetzt, wie er da den Schläger abdreht. Und dann, mein Gott, wie mit dem Serviertablett hält er die Kelle dahin. Jetzt muss Timo Boll aufpassen. Natürlich lachen sie da beide. Aber hoffentlich verdrängt er diesen Punkt ganz, ganz schnell. In dieser Phase das andere Gesicht von Jan-Uwe Waldner, der Gambler. Oft versucht er ja seine Gegner ein bisschen vorzuführen, spielt auch oft nicht den aggressivsten und erfolgversprechendsten Ball, sondern den schwierigsten und vor allen Dingen den schönsten, so wie auch jetzt wieder. Hohes Risiko. Und Satzausgleich, 3:3. Und was István Korpa, der Jugoslawe, der 1970 selbst mal Zweiter im Einzel bei der Europameisterschaft war, dort gesagt hat, das ist jetzt in diesem entscheidenden siebten Satz sicherlich ausschlaggebend. Ein guter Rückschlag und vor allen Dingen auch ein nicht allzu langer Aufschlag, am besten mit Unterschnitt auf den Körper von Waldner. Ein schwerer Ball für Timo Boll, extrem viel Überschnitt jetzt in dieser Vorhand, die Waldner da spielt. Und ganz gefühlvoll drückt er den Ball da diagonal raus. Guter Wechsel bei Timo Boll, auch hier sehr, sehr viel Spin.
Spieler, sie nutzen einfach jede Chance. Die schwedische Mauer. Wie im Training sieht das aus. Aber wenn man weiß, dass diese Bälle bis 180 Kilometer schnell sind, dann kann man sich vorstellen, welches Reaktionsvermögens es da bedarf. 5:2 die Führung für Jan-Ove Waldner. Das heißt, Glück gehabt, das hat er gebraucht, nachdem er die erste Chance nicht genutzt hat. Tourwertung. Die besten 16 dürfen im Januar nach China. Und mit den Punkten von Bayreuth dürfte da eigentlich nicht mehr viel passieren. Aber jetzt muss er machen. Exzellenter Ball, ich glaube, der war außen. Und auch hier wieder die Fairness von Jan-Ove Waldner. Er korrigiert die Schiedsrichter, nachdem die Schiedsrichter, die es beide nicht gesehen hatten. Und Punkt für Boll. Schwerer Ball für Waldner. Und Ken Öst, Schwedens Weltmeistermacher von 98, hat einmal gesagt, Timo Boll hat einiges von Jörg Roskopf, aber noch viel mehr von Jan-Ove Waldner. Und er könnte sein Nachfolger werden. Momentan die Erfahrung, aber im Vorteil. Vor allen Dingen, weil er auch jetzt zweimal das Service hat. Dreimal die Chance für Waldner. Und schauen Sie, wie bissig der ist. Kind aus Südhessen. Mit 11 bekam er eine Sondergenehmigung, um damals in der Hessenliga zu spielen. Mit 15 war er bei der Weltmeisterschaft für Deutschland. Oh. Guter Aufschlag und dann nicht alles riskiert. Und also ein spannendes...